Es gibt mehr als genügend Rentner, die kaum davon leben können. Und ich bin sicher, viele, denen geht es nicht wie mir, dass sie nebenbei arbeiten, die gehen auch nicht zum Amt, weil sie sich vielleicht schämen. Es ist ihnen unangenehm. Ein ganzes Leben lang gearbeitet, drei Kinder alleine großgezogen. Trotzdem nur eine Rente, von der sie nicht leben kann. Ann-Marie Darwisch macht im Homeoffice Buchhaltung für eine Grafikfirma. Sie fragt sich, wie lange sie das noch schafft. 850 Euro bezahlt sie für Miete und Nebenkosten. Ihre Rente ca. 1000 Euro. Irgendwie wird man übersehen. Oder die sagen immer, die Renten haben ja sowieso so viel. Es gibt bestimmt genügend Rentner, die gut verdient haben, lebenlang gearbeitet haben, die eine gute Rente haben. Aber die Geringverdiener, die wurden halt vergessen. Genau dasselbe Gefühl hat auch Ingeborg Maithof. Die 83-jährige Rentnerin ist ratlos. Der Bundestag hat eine Energiepreispauschale von 300 Euro beschlossen. Für alle Arbeitnehmer und Selbstständigen. Ingeborg Maithof geht leer aus. Dabei bekommt sie mit ca. 1200 Euro nur eine kleine Rente. Aber die Alten sind natürlich nicht dabei. Die sind schon abgeschrieben. Da ist man wahrscheinlich schon, denkt man, die sind ja sowieso nicht mehr lang da. Also das ist so eine Ungerechtigkeit, dass wir Alten da nicht dabei sind bei dem Energienachlass. Ja, und jetzt ist alle, mehr gibt es heute nicht. Ursula Sachs ist 73. Die Rentnerin leitet ehrenamtlich die Tafel Leib und Seele in Berlin-Neukölln. Einmal bitte, einmal. Sie sind doch bloß eine Person. Naja, aber Sie haben bloß eine Nummer. Das ist eine Karte. Einmal bitte, habe ich gesagt. Einmal, einmal. Andere Leute wollen doch auch noch was haben. Ich verstehe das nicht. Sie sorgt dafür, dass hier alle was abbekommen. Aber was ist mit ihr selbst? Sie bekommt 900 Euro Rente, sonst nichts. Auch die Energiepreispauschale von 300 Euro nicht. Wenn ich jetzt Hartz IV wäre oder sowas, dann würde ich das alles kriegen. Aber wenn ich gar nicht bin, nirgendwo drin bin, dann ist das so. Dann bekomme ich auch nichts. Sie glauben, sie kommen zu kurz, werden nicht ausreichend berücksichtigt bei den milliardenschweren Paketen, mit denen die Regierung die Bürger entlastet. Dabei kommen alte Menschen mit kleiner Rente durch Energiekrise und Inflation besonders unter Druck. Ich merke das, wenn ich früher einkaufen gegangen bin für 30 Euro, zahle ich jetzt 50 Euro. Und das haut richtig rein in die Kasse. Da muss man halt sparen. Da kauft man keine Bio-Sachen mehr, dann kaufe ich die Billigsachen. Dass mir das den ganzen Monat reicht zum Leben. Im April ist die Inflationsrate auf 7,4% geklettert. Aber Energie war im April um 35,3% teurer als im Vorjahresmonat. Bei den Grundnahrungsmitteln stieg Weizenmehl um 21,4%, Eier um 24,3% und Butter um 31,3%. Hä? Wo? Was soll die Butter kosten? Also, das ist doch Wahnsinn, wie die Preise in die Höhe gegangen sind. Also, meine Butter bleibt auf dem Tisch. Ich möchte nicht ein Letter essen oder irgendwie ein anderes Zeug. Meine Butter bleibt auf dem Tisch. Egal, was passiert. Und mein Kaffee bleibt auch auf dem Tisch. So. Wer besonders unter der Inflation leidet und wem die Ausgleichszahlungen am wenigsten helfen, das haben mehrere Wirtschaftsinstitute untersucht. Menschen mit geringem Einkommen zahlen das 3- bis 4-fache ihres monatlichen Einkommens für Energie- und Lebensmittelpreise im Vergleich zu Menschen mit hohem Einkommen. Und vor allem Rentnerinnen und Rentner bekommen beispielsweise die Energiepauschale nicht, weil sie nicht beschäftigt sind. Die bekommen die Spritpreisbremse nicht, wenn sie kein Auto haben und auch keinen Kinderbonus. Deshalb, diese Inflation trifft eben vor allem die verletzlichsten Menschen in Deutschland besonders hart. Rentner am unteren Ende der Einkommensskala müssen 5,6% ihres Einkommens für gestiegene Energiepreise aufbringen. Die Entlastungspakete helfen mit 1,5%. Die Mehrbelastung
beträgt 4,1%. Die größten Einkommen aber müssen nach Abzug der Entlastung nur 1,3% ihres Einkommens für gestiegene Energiepreise aufwenden. Auf diesen Missstand weisen Sozialverbände schon seit Wochen hin. Erfolglos. Wenn man das mal ausrechnet, stellt sich die Sache so dar, dass jemand, der gut verdient, nach Abzug von Steuern 181 Euro circa Energiepreispauschale hat und Rentnerinnen und Rentner mit einer kleinen Rente kriegen nichts. Und das ist natürlich total unfair. Werden die Rentner benachteiligt? Nein, meint FDP-Finanzpolitiker Max Mordhorst in einem Tweet, mit dem er den Ärger der Rentner auf sich gezogen hat. Tenor: Es gäbe eine Rentenerhöhung und der Staat leiste unfassbar viel für die Rentner. Ist es also so, dass die arbeiten, mehr entlastet werden müssen als die, die ihre Rente beziehen, die gearbeitet haben? Grundsätzlich ist das nicht so, aber diese konkrete Pauschale ist genau dafür gedacht, ja. Haben Sie die Rentner vergessen? Also es ist politisch sehr verwertet worden, dass eben diese konkreten 300 Euro nicht auf den Tatbestand Rentner zutreffen. Aber wie gesagt, wir tun dort sehr, sehr viel und wir müssen genau darauf achten, wie viel Geld wir ausgeben. Aber warum? Warum kriegen die Rentner das nicht? Warum wird denen nicht geholfen? Denen wird natürlich geholfen. Also wir, denen wird nicht geholfen mit der Energiepreispauschale. Selbstverständlich wird denen geholfen, nur nicht mit dieser konkreten Pauschale. Und wie gesagt, wenn sie arbeiten gehen, wenn sie Sozialhilfe empfangen, profitieren sie davon und sie profitieren von den Senkungen, die auch alle anderen bekommen. Und es gibt eine Rentenerhöhung, die größte seit 30 Jahren. Also da kommt schon einiges an. Das ist richtig, dass die Rentenerhöhungen in diesem Jahr mit um die 5% sehr ordentlich sind. Aber diese Rentenerhöhungen sind ja an die Lohnentwicklung gekoppelt. Die ist ja völlig abhängig davon, was die Beschäftigten auch an zusätzlichen Löhnen erhalten. Deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt zu sagen, die Rentnerinnen und Rentner erhalten zu viel. Also die Rentner brauchen es vielleicht dringender. Ich sage jetzt nicht, dass die Angestellten oder das nicht brauchen. Aber man sollte halt einmal ein bisschen auf die wirklich Geringverdiener schauen, die wenig haben. Aber da wird man einfach vergessen. Das Gefühl, vergessen zu werden, wurde auch durch die Corona-Krise verschärft. Denn lange waren die Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren geschlossen. In München gibt es in jedem Stadtteil ein Alten- und Servicezentrum. Treffpunkte zum Kaffee, zu Spiel und zu Sport, aber auch zur Beratung und Hilfe in Notlagen. Lange war das Angebot des ASZ in der Nachbarschaft von Ann-Marie Darwisch eingeschränkt. Erst seit wenigen Wochen ist wieder Normalbetrieb. Hallo Frau Darwisch. Hallo Herr Bumblatt. Schön, Sie zu sehen. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Haben Sie schon das neue Programmheft? Nein, habe ich noch nicht. Der Qigong-Kurs startet wieder. Da bin ich natürlich wieder dabei, wie immer. So, dann habe ich hier Tiramisu. Dankeschön. Da hat die Corona-Pandemie das Thema Einsamkeit im Alter noch mal deutlich verschärft. Das merken wir hier im ASZ und auch bei der Caritas in dem gesamten Bereich eben mit der Arbeit mit älteren Menschen ganz, ganz deutlich, dass teilweise aus Angst, teilweise aus fehlenden Informationen und teilweise einfach aus fehlendem Angebot heraus viele Senioren noch mal deutlich stärker Einsamkeit und dieses Gefühl von Isolation und auch tatsächlich buchstäblich Isolation erfahren und erlebt haben, als es auch vor der Pandemie war. Das Zentrum arbeitet inzwischen wieder mit nahezu demselben Angebot wie vor Corona. Doch jetzt gibt es enorm gestiegenen Beratungsbedarf. Zusätzlich zur Corona-Krise treiben Energiekrise und Inflation viele ältere Menschen in die Beratungsstellen. Mit den steigenden Kosten reicht dann die Rente nicht mehr. Und das ist oft ein Prozess, der nicht sofort stattfindet, sondern eben mit denen die Energiekosten steigen, die Lebensmittelkosten steigen. Dann ist es ja auch schön, sich ab und zu doch mal ein bisschen was zu gönnen. Das ist der Posten, an dem zuerst zurückgeschraubt wird. Das hat dann wiederum Folgen einfach auf dieses, wo habe ich noch Kontakte? Wo bin ich in der Lage, einfach auch sozialen Austausch, Gesellschaft zu leben? Und das, genau, ist eben so ein Stück weit schon auch eine Spirale. Es bleibt am Ende des Monats zu wenig Geld für zu viel Monat. Auch Ingeborg Meithof kennt dieses Gefühl. Obwohl sie mit ihrer Rente bislang einigermaßen hingekommen ist, gab es in der Vergangenheit schon Situationen, wo es einfach nicht gereicht hat. Sie hat sich privat um Hilfe gekümmert. Ein wohltätiger Verein unterstützt sie mit kleinen Finanzspritzen. Das Wort Almosen, das ist ja ein großes Thema für mich gewesen.
dahin zu kommen, zu sagen, ich kann mir keinen Kühlschrank kaufen, helf mir, ne? Also die Überwindung, das war schon heftig. In den vergangenen Wochen wurde in Berlin intensiv um die Entlastungspakete gerungen. Aber am Ende konnten sich die Sozialverbände nicht durchsetzen. Was natürlich spannend war in den letzten Wochen, es gab sehr viele Diskussionen. Wir wurden natürlich auch gehört mit unserer Kritik. Von vielen wurde die aber sehr abgetan, eben mit dem Argument, Rentenerhöhung ist doch eh schon super. Also die Rentner sollen sich überhaupt nicht beschweren. Ich kann da immer nur sagen, unsere Briefe, die wir von den Mitgliedern bekommen haben, haben eine ganz andere Sprache gesprochen. Und es waren jetzt nicht lauter Menschen, die gesagt haben, ach, 300 Euro wären aber schön, ich würde auch mal gerne wieder irgendwie schön essen gehen. Sondern es waren Menschen, die gesagt haben, ich weiß irgendwie nicht, wie ich meinen Essen bezahlen soll. Ich ernähre mich Ende des Monats irgendwie von Dosensuppen und habe überhaupt keine Möglichkeit mehr, jetzt irgendwie was auszugleichen. Das sind die Briefe, die wir bekommen haben und die Rückmeldungen unserer Mitglieder. Wir haben ein grundlegendes Problem in unserem Sozialstaat, dass Menschen mit wenig Einkommen auch wenig Lobby haben, dass deren Bedürfnisse häufig eben hinten runterfallen, gerade bei der hohen Inflation. Dass Rentnerinnen und Rentner mit wenig Einkommen eben fast nichts an zusätzlichen Leistungen erhalten und jetzt in vielen Fällen von Armut bedroht sind. Wissenschaftler und Sozialverbände fordern zielgenauere Entlastungsprogramme für Menschen mit geringem Einkommen. Doch Max Mordhorst findet die Entlastungsprogramme der Bundesregierung gut, so wie sie sind. Die Inflation ist ein riesiges soziales Problem in Deutschland. Man sieht das an der Supermarktkasse, man sieht das überall beim Spritpreis und so weiter. Und deswegen bringen wir ja mit dem vierten Corona-Steuerhilfegesetz und mit dem Steuerentlastungsgesetz eine Menge Entlastung auf den Weg. Sind insgesamt, je nachdem, was man rechnet, zwischen 37 und 51 Milliarden Euro. Ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Mehr geht immer. Aber ganz ehrlich, wir müssen auch darauf achten, dass wir den Haushalt nicht überfordern und dass wir ausgeglichene Staatsfinanzen haben. Sehr viele Milliarden, von denen Rentner und Rentnerinnen wie Ursula Sachs aus Berlin und Ingeborg Meithof aus München kaum profitieren. Bei der Energiepreispauschale gehen sie leer aus, weil sie mit ihrer kleinen Rente gerade so hinkommen, nicht beim Sozialamt aufstocken und keinen Zusatzjob haben, bekommen sie die Energiepreispauschale nicht. Das ist ungerecht, aber ich als Einzelner und auch viele andere zusammen können das nicht machen. Wir, das Volk, was wir mal 89 waren, das existiert nicht mehr. Die sind mit allem zufrieden, was sie kriegen. Jetzt mit 300 Euro die einen, die anderen ja nicht. Na gut, aber. Wissen Sie, wenn ich mich da reinbegebe und in Selbstmitleid verfalle, das bringt mir überhaupt nichts. Ich muss es nehmen, wie es ist. Situation. Servus, Roman. Rentner mit Zusatzjob können die Energiepreispauschale bekommen. Ann-Marie Darwisch weiß allerdings noch nicht, wer ihr den Zuschuss zum Minijob tatsächlich auszahlt. Sie findet das ganze System ungerecht. Machst du Arbeit wie immer? Genau. Ich habe einbezahlt in die Kasse, habe drei Kinder großgezogen. Die arbeiten alle, zahlen Steuern. Also wir haben nie irgendwas vom Staat bekommen oder gewollt. Und das soll so bleiben, solange es irgendwie geht. Ann-Marie Darwisch denkt positiv. Weil Gemüse so teuer geworden ist, baut sie jetzt im Wintergarten Tomaten, Zucchini, Salate und Kräuter selbst an. Es dauert allerdings noch ein paar Wochen, bis sie ernten kann.